Heute beschäftigen wir uns mit dem Abbiegen. 24. Hey, weißt du was? Was? Ich weiß was noch Witzigeres als 24. Ach ja, was denn? 25. Jetzt reicht's aber. Willkommen zum Teil 2 von unserer Bootsfahrschule. Jetzt geht's natürlich ran ans Klassenzimmer. Wenn du noch nicht den Steg gebaut hast aus Teil 1, findest du ihn wie immer oben in der Infobox. Aber ansonsten würde ich sagen, Blöcke in die Hand, auf geht's. Für den Start heute holen wir uns einfach ein bisschen Wirbelwetter raus, denn ein bisschen gelbe Wolle, trockener gelber Beton, denn ein paar Wirrtreppen, Stufen und Falltüren begleiten uns, ein bisschen Akazienholz, glatter Sandstein, am besten die Variation, die wirklich komplett glatt ist, und dann holen wir uns noch ein paar Eichenblöcke raus. Ja, zuerst würde ich mal sagen, bauen wir die Stützpfeiler an den Seiten. Das heißt, jetzt erstmal nehmen wir die Wirbelwetter zur Hand und wir haben ja, sage ich mal, den Grundriss von unserem Häuschen ja schon fertig. Das haben wir in der letzten Folge ja gebaut mit unseren Baumstämmen. Da setzen wir jetzt an den Seiten noch 1, 2, 3, 4, 5, 6 weitere unserer Holzblöcke einfach mal rauf. Auf jeder Seite natürlich die gleiche Stückzahl. Die zwei Seiten können wir dann auch gleich oben miteinander verbinden. Setzen wir einfach da eine Holzreihe hin. Dann wollen wir gleich weitermachen mit den Wänden. Da nehmen wir jetzt erstmal die gelbe Wollereihe und wir ziehen jetzt die Wände auf jeder Seite eigentlich gleich, dass wir einmal eine Wollereihe setzen. Dann kommt unser trockener Beton, Wolle und nochmal unser Beton. Ja, und so ziehen wir das hier eigentlich jetzt erstmal auf jeder Seite lang. Sobald wir das dann geschafft haben mit den Wänden, geht es dann schon gleich an die Seiten einmal ran. Da fangen wir an, dass wir hier auch wieder erstmal eine gelbe Wollereihe uns setzen und immer halt im Wechsel zu unserem Beton ziehen wir uns jetzt hier so eine kleine Pyramide einfach mal hoch, bis wir oben halt auf die schöne Mitte kommen. Ja, und das würde ich mal sagen, machen wir gleich auf der anderen Seite. Und auch hier geht es zuerst los wieder mit der Wolle. Bevor wir jetzt natürlich gleich zum Dach kommen, kommen wir erstmal auf die Vorderseite. Hier wollen wir auch gleich unsere Tür einmal reinschlagen. Und jetzt haben wir hier nicht so eine große Arbeit vom Zählen her, denn ihr müsst euch einfach jetzt vom Steg einmal ausrichten. Und der hat eine Breite natürlich von 4. Unsere Tür wird auch eine 4, also eine 4er Breite haben. Also müsst ihr einfach nur so gucken, wo passt das hier. Voila, und schon die Mitte gefunden. Jetzt machen wir das hier alles auf eine 4er Höhe insgesamt. Und jetzt hier unten die Reihe ziehen wir einfach mal mit. An den Seiten können wir nochmal prüfen. 1, 2, 3, 4. Wunderbar, das passt. Super. Dann würde ich sagen, schlagen wir darüber noch eine weitere Reihe weg. Da müssen wir alles erstmal weghauen, weil unser Beton ist ja natürlich, sag ich mal, mit einer Schwerkraft verbunden. Machen wir einfach darüber einfach ein paar Treppen hin. Ne? Die ersten halt einfach so normal. Und davor dann einfach nochmal die so einfach ran, dass sie in der Mitte ein bisschen breiter ist. Darunter könnt ihr dann ganz einfach euch ein paar Stufen hinmachen. Und später die Haupttür, die werden wir noch später nochmal machen. Das lassen wir erstmal so offen. Aber wir können oben hier nochmal unseren Beton draufsetzen. Jo, dann machen wir gleich daneben noch ein paar weitere Fenster hin. Ich würde sagen, eine Reihe lassen wir Platz und dann schlagen wir hier alles weg, sodass wir halt immer an den Seiten eine Blockreihe Platz haben. So, andere Seite auch. Das wäre erstmal hier das mal freier und für ein Fenster. An den Seiten könnt ihr dann einmal eure Holzblöcke platzieren. Und den Rest hier, den füllen wir eigentlich ganz normal aus, dass wir halt an den Seiten uns Treppen hinsetzen. Und in der Mitte kommen dann einfach die Stufen hin. Um es noch abzurunden, setzen wir gerne an den Holzblöcken noch einfach unsere Falltüren. Sobald wir dann die zwei Fenster auf der Vorderseite haben, kommen wir nochmal zu den Seiten. Hier wollen wir auch nochmal zwei weitere Fenster machen. Wir suchen jetzt hier einmal die Mitte und dann schlagen wir einfach mal hier so ein zweier Fenster rein. So, da nehmen wir dann einfach unsere Stufen hin. Na gut, hier müssen wir nochmal den Beton hinsetzen, ne? Dass es passt. Wunderbar. Und machen das nochmal auf der anderen Seite. Einmal die Mitte suchen. Oh, schlagen wir hier mal die ein bisschen weg. Wir setzen einfach so ein zweier Fenster hin mit unseren Stufen. Ja, dann sind wir schon mal draußen, erstmal soweit fertig. Kommen wir mal ein bisschen innen drin. Und da müssten wir uns noch einen extra Block mal holen. Und zwar hole ich mir jetzt einfach mal Schwarzeichenholzblöcke für den Boden einmal raus. Und den Boden hier drin, würde ich mal sagen, setzen wir auf die erste Höhe von unserer Wolleschicht. Ne, die könnt ihr euch jetzt eigentlich jetzt mal sagen, dass wir hier unsere ganzen Holzblöcke einmal platzieren. Sobald wir den Boden hier einmal uns platziert haben, geht es jetzt weiter schon an die Wände. Wir kommen zuerst zu unseren Akazienholzblöcken, so. Die setzen wir uns erstmal als erste Reihe hier komplett einmal lang. Gleich dann auf unseren Holzblöcken kommt dann hier unsere Sandsteinschicht. Die könnt ihr dann auch einmal hier so lang setzen. Wir lassen natürlich jetzt einmal hier diese Fenster überall einmal frei, ne? Da wollen wir ja später noch unser Glas einmal reinsetzen. Als Höhe für unsere Sandsteinreihe würde ich mal sagen, macht das eigentlich genauso hoch, wie wir jetzt hier unsere Seiten haben. Ne? Also hier bis zum trockenen Beton könnt ihr ruhig den Sandstein ziehen. Das wären dann insgesamt 4 Blöcke, ne, vom Sandstein her. Und wenn wir das denn geschafft haben, kommen wir schon zu unseren Holzblöcken und die setzen wir jetzt hier erstmal in den Seiten einmal komplett einmal rauf. Dann setze ich mir in den Seiten auch nochmal meine Holzblöcke mal hin. Sobald wir denn hier unsere Holzblöcke einmal drauf haben, wollen wir das auch einmal so uns nach oben ziehen. Also wir werden einfach die Blöcke genauso setzen, wie wir unsere Pyramide hier haben. So, einfach einmal ist Verstärkung, andere Seite genauso. Könnt ihr einfach hier zack so einmal ransetzen. Und sobald wir das dann erstmal soweit haben, würde ich sagen, brauchen wir erstmal wieder ein paar neue Blöcke.
Weiter geht's dann hier, dass wir uns ein paar Eichenholztreppen rausholen, Akazienholztreppen, ein paar Birkenholztreppen, davon am besten auch die Tür und als Glas empfehle ich euch einfach türkises Glas. Ja, dann fangen wir am besten erstmal da an, dass wir auch uns vorne eine Tür reinbasteln. Da würde ich sagen, nehmen wir jetzt erstmal, wir nehmen so ein paar Fichtenholzstufen und zwar setzen die uns jetzt hier unten rein. Dann nehme ich mal meine Birkenholztreppen, setze die mir einfach mal irgendwie dran, dann glatt ran, dann einfach die Tür. Und über den Türen setzen wir dann einfach unsere Birkenholztreppen, ne, dass es hier schön abschließt. Da kommen wir schon gleich mal zu unseren Glasscheiben. Die können wir jetzt hier einmal schön ransetzen. Und ihr seht, Glasscheiben verbinden sich ja nicht mit Treppen und Stufen. Und von daher bleibt das da schön so abstehen. Ne, das sieht ganz schick aus. Machen wir jetzt einfach hier bei jedem Fenster, was wir hier haben. Auch natürlich hier bei oben bei unseren kleinen machen wir noch ein paar Glasscheiben einfach mal hin. Und dann kommen wir jetzt eigentlich schon dazu, unser Dach von innen jetzt heute mal zu bauen. Also wir bauen es erstmal nicht von außen, sondern erstmal von innen, ne, dass wir das so ein bisschen verstärken können. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal unsere Eichenholztreppen. Und da können wir eigentlich hier ab dem zweiten Block einmal ansetzen. Und dann geht ihr immer so schräg einmal nach oben. Und über unserem Fenster, ich sage zack, setzen wir da dann einfach eine Stufenreihe hin. So, andere Seite auch. Ne? Also hier die erste Reihe, das ist der Platz. Und danach kommt dann hier immer unsere Treppenreihe hin. Und über dem Fenster einfach eine Stufenreihe. Sobald wir das dann natürlich hier auch auf der anderen Seite haben, wollen wir jetzt das Dach nicht unbedingt, also das Innendach, also die Decke, kann man sagen, nur jetzt mit diesen Eichenholzstufen und Treppen zuziehen. Das machen wir nur an den Seiten und den Rest hier in der Mitte füllen wir einfach mal aus mit den Akazienholztreppen. Ja, dann sieht es erstmal von außen halt so aus. Und dann sind wir schon wieder mit diesen Blöcken alles fertig. Und dann würden wir natürlich jetzt schon zum Abschluss kommen. Das heißt, wir machen jetzt nur noch das Dach rauf und da füllen wir uns einfach dunkle Prismarintreppen und Stufen davon einmal raus. Und auch nochmal die Würtreppen und davon die Stufen. Und zum Schluss noch ein paar steinzige Mauern und davon nochmal die Stufe. Wir fangen dann einfach mit unseren Treppen an und die setzen wir auch hier zuerst einfach bei unserer ersten Wolleblockschicht hier an der Seite einmal hin. Und dann einfach ganz normal setzen wir das hier nach oben, ganz oben kommt dann halt eine Stufe hin. Und an der Seite geht es dann auch so wieder runter. Ja, das ziehen wir dann erstmal hier zur anderen Seite und wir können es auch ruhig schon gleich einmal überstehen lassen. Ne? Das schadet nicht, können wir gleich mal machen. Wenn wir das Dach dann zu den Seiten halt gezogen haben und auch gleich einmal überstehen gelassen haben, wollen wir das Dach jetzt verstärken. Wir fangen erstmal mit den Treppen an, dass wir die immer jeweils hier unter uns einer anderen Treppe hier einmal platzieren. Ganz oben in der Mitte setzen wir die Treppe dann einfach so nach vorne gerichtet und an der Seite geht es dann genauso wieder runter. Komplett an den Seiten verstärken wir nochmal die Treppen mit ein paar Stufen darunter und halt auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, setzen wir unsere Treppen hin. Setzen wir hier vorne auch nochmal die Stufenreihe hin und sind dann erstmal fertig. Bevor wir jetzt das Dach gleich noch bearbeiten, wollen wir noch gleich einen Schornstein uns einmal reinsetzen. Nehmt mal eure steinzige Mauer, ist so Pi mal Daumen. Ich würde einfach mal sagen, dass wir oben eine Treppenreihe lassen. Ab der zweiten Treppenreihe würde ich mir das gerne hinsetzen. Jetzt gucke ich mal so von vorne. So Pi mal Daumen vielleicht, sage ich mal hier, ne, sage ich mal in der freien Fläche hier vorm Fenster und von der Tür. Ne, gucke ich einfach hier oben, zack. Setzen wir noch ein paar Prismarinstufen dahinter. Mauer zweimal hin und eine Stufe rauf und fertig haben wir dann noch so einen Schornstein. Ja, das ist natürlich nicht das Einzige, was wir jetzt hier machen, denn wir wollen ja auch noch mit unseren Würtreppen arbeiten. Und das Dach ist ja, sag ich mal, schon so ein bisschen verfallen. Ne, man sieht da schon so ein paar verschiedene Bleche, wurde schon ein bisschen ausgebessert. Und dann nehmen wir jetzt einfach unsere Würtreppen und Stufen und tauschen jetzt hier immer überall was aus. Ihr könnt das ruhig willkürlich machen, lasst euch Zeit damit. Und dann, ja, schlagt ihr hier so ein bisschen was aus, ein bisschen was hin und her. Ne, so wie ihr es haben wollt. Macht da nicht unbedingt ein Muster rein, einfach willkürlich, dass euch das hier ein bisschen verteilt. Wie gesagt, lasst euch ein bisschen Zeit, schlagt alles so ein bisschen kreuz und quer rein. Könnt ihr natürlich auf der Vorder- und Rückseite natürlich willkürlich machen, müsst ihr nicht in ein Muster machen. Wie gesagt, an den Seiten macht es auch einfach hier so ein bisschen, ne, dass ihr einfach kreuz und quer ein bisschen reinhaut. Ja, dann kommen wir natürlich nur noch zu einer Sache und zwar müssen wir natürlich unsere Bootsfahrschule auch einrichten. Und wie das aussieht, gucken wir uns mal an. Das Schöne ist jetzt auch hier bei unserer Bootsfahrschule, dass wir es einrichten können. Wir haben ja auch wie immer eine Tapete drin. Ihr seht, das können wir natürlich auch gut nutzen. Einmal hier natürlich für die Tafel vorne von Mrs. Puff. Ne, wir haben unsere Tische hier, vielleicht noch ein paar Plakate, ne, was die Schüler hier vielleicht erarbeitet haben. Und natürlich auch noch unser Wissenschaftlerprojekt, den Rüdiger. Eigentlich ganz einfach, wie man sich einrichten kann. Ne, ein paar Bänke halt rein, ne, ein paar Sitzbänke und sowas. Das war es dann auch schon für die Folge 2. Unser Klassenzimmer ist fertig. In der nächsten Folge geht es dann schon ran an den Leuchtturm. Der ist wie immer am Ende verlinkt. Und dann sehen wir oder hören uns zur nächsten Folge wieder. Also haut's rein und tschüss.